Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Sie lieben Überraschungen und wir lieben Überraschungen. Und genau darum geht es hier. Es ist unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Wir wissen überhaupt nicht, was kommt. Wir werden genauso überrascht wie Sie. Aber was wir wissen, dass jedes Produkt nur 5 Euro kostet. Und da sollten Sie wirklich bis zu 5-mal zuschlagen. Es sei denn, wir werden irgendwas anderes sagen. Und wir buzzern hier immer um die Wette, um uns überraschen zu lassen. Und ich würde mal sagen, Rebecca, die gebührt der erste Buzzer. Dankeschön. Die Ehre nehme ich gerne an. Hallo. Hallo. Und damit geht's los. Dankeschön. Alle in Black. Ja, Ladies in Black. Oh, das ist unser schönes Engelchen heute. Das ist ein absolutes Lieblingsprodukt von allen Mitarbeitern hier bei uns. Ja. Mhm. Habe ich gerade erst angebracht, habe ich dir erzählt, ne? In der Dusche. Also an der Duschwand, um die Handtücher anzubringen. Die, also diese Kleberhaken sind unglaublich. Die hast du benutzt, oder? Hier, ich gebe euch auch ein paar. Das sind nämlich unsere Kleberhaken und es ist ein 30er-Set. Ein 30er-Set Kleberhaken in transparent für nur 5 Euro. Und jetzt halten Sie sich mal fest, 10 Kilo Tragkraft pro Kleberhaken. Ja, und das hält nämlich auch mal so ein Badehandtuch, so ein nasses. Sogar ein Bademantel. Darum ging es mir. Ja. Bestimmt auch ein Bademantel. Ja. Bestimmt auch ein Bademantel, ja. Also egal wo, die finden Anwendungsbereich. Ich glaube, bei uns kleben die hier auch überall an den Wänden. Egal welchen Raum man hier betritt bei uns in der Firma, man findet diese Kleberhaken. Sogar im WC. Stimmt. Der klebt unseren auch einer. Bild. Im WC. Eine Pfanne haben wir damit aufgehangen. Die hängt auch schon seit Monaten sicher da dran. Die, also so guck eine richtig schwere Pfanne. Guck mal, was da alles drin ist. Ne? Zum Beispiel, ich dachte auch, gute Idee, du kannst diese Haken auch einfach im Kleiderschrank drinnen nutzen. Ja. Wahrscheinlich für Taschen oder für Schuhe. Stimmt. Oder für, keine Ahnung was. Wirklich, wir können so viel, sogar für Schuhe, kannst du einfach so High Heels hier so hängen lassen. Warum denn nicht? Also das ist wirklich genial. So viel Stück haben wir für 5 Euro. Wie viel funktioniert? Stück? 20? 30. 30. 30. Also ich zeige dir das aus. Zack, na, zum Beispiel. Und dann, wenn du hast keinen Platz, ne? Oder jetzt im Winter, wenn du hast so viele Jacken und die liegen, du hast keinen Platz, kannst du auch irgendwo die platzieren. Ja. Also ich finde das wirklich sehr praktisch. Oder? Ich habe mir die auch zugelegt und ich habe die an die Türen bei mir gemacht. Weil man kennt doch diese Haken, die man auch über die Tür machen kann. Ja. Ich mag die persönlich aber nicht so gerne. Und habe einfach diese Klebehaken an die Türen befestigt, an der Badezimmertür. Zum Beispiel für den Bademantel, deswegen meinte ich auch einen Bademantelhälter dran. Mhm. Und an der Wohnzimmertür, an der Eingangstür für Jacken einfach hinten dran hängen. Weil die sind so unauffällig, man sieht die gar nicht und doch so wirkungsvoll. Also das ist bei uns hier ein absoluter Favorite und es wird auch für Sie ein Gamechanger sein, wenn Sie sich diese Klebehaken kaufen, weil man braucht auch keine Nägel mehr in den Wänden. Aber ich finde Dianas Punkt auch so gut, es sieht so schnell aufgeräumt aus, wenn du einfach die Dinge nicht rumliegen hast, sondern aufhängst. Und das kann alles Mögliche sein, das können große Dinge sein, kleine Dinge. Wir sehen hier zum Beispiel auch einen Schlüssel, den du einfach da anbringen kannst, was ja auch super ist, weil du nicht mehr in der Schublade beispielsweise nach dem Schlüssel kramen musst, sondern immer direkt den Schlüssel hier griffbereit hast. Ja, also das ist alleine das mit dem Schlüssel, das ist schon wieder so praktisch. Da kann man einfach mal für Ordnung schaffen und das für nur 5 Euro. Sie bekommen 30 Stück, also entweder für 30 Schlüssel, 30 Bademantel oder für 30 individuelle Gegenstände. Die sind auf jeden Fall auch wasserresistent, da kann nichts passieren. Hält auf Holztüren, glattem und festem Holz, Kunststoffüberflächen, Wänden, Tapeten, also eigentlich nahezu überall. Die Bestellnummer ist die ZX6472 und die 569. Jedes Mal, wenn wir die haben, geht's los in meinem Kopf, dass ich überlege, wo könnte ich noch Haken anbringen. Ne? Definitiv. Dann kannst du mal die ganze Wohnung durchgehen. Danke. Und mal gucken. Ja. Oh. Sehr wichtig jetzt zur dunklen und tristen Jahreszeit. Und zu Allerheiligen. Und zu Allerheiligen, ja. Was uns ja auch bevorsteht. Stimmt. Es ist eine LED-Grabkerze und die kommt jetzt hier sogar für 5 Euro im XXL-Format. Das heißt, wir haben hier eine richtig schöne Höhe von 21 Zentimetern. Also das ist eine Grabkerze, die ist wirkungsvoll und das nicht nur, wenn sie einzeln steht. Manchmal legst du ja auch Grabkerzen inmitten von Blumen.
Blumen und Sträuchern, die du da gepflanzt hast. Und da finde ich diese Höhe sehr, sehr schön, weil das nochmal über diese Bodengewächse da drüber scheinen kann. Und Sie sehen, die scheinen tatsächlich, allerdings nicht mit echten Kerzenschein, sondern per Akku. Also das ist ein akkubetriebenes Licht, was Sie hier haben. Solarpanel. Ja, genau. Sehr gut. Das heißt, der Akku lädt sich immer wieder selber auf. Ja. Das finde ich super, weil man hat, gerade wenn man ein Grab zu pflegen hat, vielleicht auch nicht jeden Tag Zeit, zum Grab zu kommen. Mhm. Und wenn man hier eine Lampe hat, die solarbetrieben und per Akku, also per Akku betrieben ist, dann muss man sich da nicht drum kümmern, dass die jeden Tag leuchtet, sondern das macht der Akku und die Sonne von ganz allein, damit das Grab wirklich jeden Tag beleuchtet wird. Denn jetzt im Herbst, im Winter wird es immer sehr früh dunkel und da ist es schöner, wenn man an so einen tristen Ort etwas Licht bringt. Die sind auch spritzwassergeschützt, also genau für diesen Anwendungsbereich auch gemacht. Das heißt, auch Regenschauer können der Kerze nichts anhaben, erst recht nicht dem Kerzenlicht, was hier geschützt ist auch. Und wie gesagt, auch eben keine echte Flamme ist. Aber ich finde es schön, dass wir hier in diesem klassischen Grabkerzendesign geblieben sind. Ne? Weil es ist ein Klassiker und das illuminiert ein Grab richtig schön. Und es ist ja nicht nur so, dass wir ein Grab schön gestalten wollen, sondern diese Kerze symbolisiert ja auch was. Ne? Die symbolisiert, ich denke an dich, wir denken an dich und wir lassen das Licht aus deinem Leben, was du hier gelassen hast, lassen wir immer weiter leuchten. Ja, finde ich. Es ist eine sehr schöne Dekoration auf dem Grab. Neben Blumen und Engeln ist das hier sehr schön. Mhm. Auch in Rot. Es ist normal, dass die rot sind, oder? Mhm. Finde ich super. Und der Solarbetrieb ist für mich hier einfach ein Argument. Und guck mal, für 5 Euro haben wir auch diese große Kerze. Ne? Ja. Ich habe schon kleine gesehen, sie kosten, ich glaube, schon mehr als 5 Euro. Aber hier, wir haben die Möglichkeit, so eine große XXL-Kerze für 5 Euro bestellen, bis 5 Mal. Ich glaube wirklich, das hat was mit Respekt auch zu tun zu Leuten, die haben uns hier verlassen. Ja. Mhm. Also wirklich sehr, sehr guten Produkt heute auch. Ja, ich finde es einfach auch eine schöne Geste, muss ich sagen. Ne? Also einfach, wie gesagt, das Licht dieser Person noch weiterhin leuchten zu lassen über den Tod hinaus. Weil es ist ja immer so, wenn ein geliebter Mensch uns verlässt, er verlässt uns nicht ganz. Ne? Der ist immer noch im Herzen da. Ja. Und die Erinnerung, die ist immer da. Und das lässt die Person irgendwie auch in den Herzen weiterleben. Deswegen, wenn Sie eine liebe Person haben, die Sie schon leider verabschieden mussten, dann können Sie mit dieser Grabkerze auch mal einen kleinen Gruß hinterlassen auf dem Grab. Mit der Bestellnummer ZX6217 und der 569 geht das an dieser Stelle in der 5-Euro-Show auch sehr, sehr günstig. So, darf ich wieder? Ja. Dann geht's weiter. Weiter geht's. Oh, das ist doch für Moni. Guck mal, bist du bereit? Ja. Oh, wie süß. Oh nein, ist das süß. Kundewelt. Oh Gott. Oh mein Gott. Ein wunderschönes Weihnachtswandbild mit Hundewelpenmotiv. Aber dieses Bild kann auch noch leuchten, weil wir haben nämlich hier 3 flackernde LEDs verbaut. Bedeutet, Sie haben ein LED-Wandbild. Und das können Sie einfach hier, da können Sie einfach 2 Batterien reinlegen und dann leuchten. Hier leuchtet dieses Wandbild mit diesen süßen Hundewelpen. Oh, ist das knuffig. Es ist so knuffig. Aber ich finde es schön, dass wir bei Pearl immer so das gewisse Extra haben. Ne? Ja. Das ist nicht einfach nur ein super knuffiges, süßes Bild, sondern dass es auch noch so flackert, ist doch echt super. Das ist so eine schöne Dekoration. Gerade zu Weihnachten haben wir ja wirklich viele Klassiker. Ne? Wir haben eine Lichterkette, wir haben einen Weihnachtsbaum, wir haben viele echte Kerzen. Aber haben Sie überhaupt mal die Wand dekoriert? Die wird oftmals vernachlässigt. Aber ist es so schön, wenn du auch so ein weihnachtliches Leinwandbild aufhängen kannst. Und ich meine, hier haben wir ja wirklich ein Leinwandbild mit einem richtigen Holzrahmen. Ne? Also ist schon eine tolle Qualität. Und
letztendlich normale Bilder ohne Beleuchtung mit irgendwelchen willkürlichen Motiven kosten meistens mehr als 5 €. Und hier bekommt man ein Weihnachtsmotiv mit süßen Hunden, Weihnachtsdekoration und noch Beleuchtung für 5 €. Das stimmt. Und da ist wirklich der logischere Griff zu diesem Bild, weil es einfach das gewisse Etwas hat. Und ich glaube, das werden Sie auch nicht allzu oft sehen. Das ist wirklich ein Bild, das sieht man nicht in jedem Haushalt. Aber guck mal, das ist doch das, was sich so viele wünschen, ein Hündchen aus so einer Geschenkverpackung auszupacken. Und jetzt haben wir hier nicht nur einen so einen süßen Welpen, sondern 3. Genau dieses Bild, das fand ich immer als Kind so toll, wenn ich das in irgendwelchen Filmen gesehen habe, wie irgendjemand so ein kleines Hündchen ausgepackt hat. Und hier haben sie genau diesen Effekt. Es ist herzzerreißend goldig. Aber wie gesagt, Haustiere verschenkt man nur dann, wenn man auch weiß, dass die Person sich da wirklich drum kümmern kann, möchte ich nochmal sagen. Ja. Weil es gibt auch sehr viele, die verschenken Haustiere und dann wissen sie wahrscheinlich auch, was mit dem passiert. Deshalb hier finde ich das eine bessere Alternative. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, da hört der Spaß bei mir auf jeden Fall auf. Da wird der mahnende Finger hier lieber Hündchen so verschenkt in Form eines Leinwandbildes. Ja. Die NX8970 und die 569, die Bestellnummer. Und auch hier haben Sie dann indirekte Beleuchtung. Also wenn Sie dann vielleicht nach Hause kommen, dann ist hier schon Ihr Weihnachtsbild an mit diesen süßen 3 Hundewelpen. Das ist doch wieder richtig süß. Und süß ist jetzt auch der Klopf auf den Buzzer. Oh, Merve, was hast du denn ich da gebuzzert? Mit den Preisalarm gebuzzert. Das heißt, der Preisalarm ist so stark für Sie reduziert worden, dass Sie bitte hier nur einmal bestellen. Oder nicht nur bitte, sondern Sie dürfen nur einmal bestellen, damit jeder von diesem Produkt auch profitieren kann. Super gut. Das ist Schokolade. Unser absolut beliebtes Reparaturset für Parkettlaminat und Holz. Man kennt das doch. Man hat Parkettlaminat oder Holz und einem fällt zum Beispiel was in den Boden. Dann hat man eine Schmarre im Boden. Da muss man nicht den ganzen Fußboden neu belegen. Dann kann man einfach selbst Hand anlegen und reparieren. Das ist so clever, gerade wenn man auszieht zum Beispiel, habe ich dieses Set auch verwendet. Mhm. Wenn man auch in einer Mietwohnung wohnt, dann sollte man natürlich alles ausbessern, sodass man seine Kaution im besten Fall auch wiederbekommt. Aber auch was Merve gesagt hat, wenn einem mal was runterfällt, dann sieht man es einfach immer, diese Macke. Oder gerade vielleicht auch mal bei einer Tür zum Beispiel, da war mir das mal passiert beim Umzug, dass da einfach so ein Kratzer drin war. Hiermit sieht man es dann eben nicht mehr. Also ich liebe dieses Set und das ist... Für mich persönlich hat das viel, viel mehr Wert als jetzt 5 €. Aber ich finde es super, dass wir das für 5 € anbieten dürfen. Weil damit haben Sie wirklich eine richtige Erleichterung in Ihrem Haushalt. Ja, wir haben auch so viele verschiedene Farben. Also da kann man kann natürlich auch die Farben mischen. Falls man jetzt für sich nicht die perfekte Farbe findet, kann man sich da auch künstlerisch ausüben. Ich finde es einfach gut, dass wir da alles drin haben. Wir haben hier einen Kratzer, wir haben hier... lassen Sie mich kurz mal auf meinen Zettel gucken, einen Wachsschmelzer, dann einen Reinigungsschaber, 2 Spachtel und dann haben wir eben auch noch einen Schleifschwamm und ein Reinigungstuch, um das danach auch schön glatt zu polieren. Das wird einfach, da wird einfach ein Stück von dem Wachs in das Loch gemacht, dann erhitzt und dann kann man das danach schön schleifen und ein bisschen polieren. Und im Handumdrehen sind kleine Schäden wieder korrigiert. Mir ist zum Beispiel so einfach. Mir ist zum Beispiel mal auf dem Holztisch meiner Eltern der Stuhl reingefallen. Ich habe durchgesaugt, habe den Stuhl auf den Tisch gestellt, dann ist mir der Stuhl umgekippt und mit der Kante in den Tisch. Oh. Und da war das Gejammer groß, dass ich den Holztisch zugedellt habe. Kann ich verstehen. Genau, und dann wurde das aber auch einfach, Tischler machen das genauso. Tischler machen kleine Macken im Holz exakt gleich. Aber den Preis, den Tischler dafür nehmen, der hat wehgetan. Und wisst ihr, wie teuer diese Holztische sind mit dieser Echtholzplatte, die etwas dicker ist? Ja. Also ja. Ich habe einen mit Messer einen solchen Tisch bei meinen Eltern getroffen. Mhm. Ja. Ja, dann. Es gab Ärger, ne? Es gibt Ärger. Und ehrlich zu sein, wie willst du das machen? Willst du nicht nur einen Tisch jetzt kaufen? Richtig, natürlich, das ist zu teuer. Aber mit solchem Set, und ich glaube auch, wenn du würdest jemanden anrufen, diese Firmen, die arbeiten genau mit solchen Sets. Mhm. Ne? Aber du zahlst so 200-300 €. Das ist etwas sehr, sehr Teures.
finde es super, dass wir hier nicht nur Brauntöne haben, sondern auch einen Weißton, weil da denke ich zum Beispiel auch an Türzargen, ne, die oftmals in Weiß sind. Oder viele Möbel sind auch weiß, Holzmöbel haben wir da auch. Dass du das auch nochmal ausbessern kannst, ist hier echt richtig gut, weil es so minimaler Aufwand ist, auch finanzieller Aufwand. Mhm. Hier, da kann man gar nicht von einem Aufwand sprechen. Mhm. Nee, und deswegen ist das unser Preisalarm, weil es für sie auch so stark reduziert wurde. Es ist ein unglaublich beliebtes Produkt bei uns, deswegen schauen wir mal zu den Kollegen von Köln.de. Normalerweise 17 Euro. Also hier sparen sie wirklich Unmengen an Geld für nur 5 Euro. Und das ist auch ein Produkt, das legt man sich einfach mal zu Hause hin und hat es dann, wenn man es braucht. Da würde mir jetzt nicht einfach, dass man jeden Tag irgendwas ausbessern muss. Aber glauben Sie mir, das macht auch Spaß damit. Dann werden Sie kleine Macken suchen, um sie korrigieren zu können. Glaube ich auch. Die Bestellung ist die NX 5094 und die 569. Du machst da einmal mal so ein Projekt draus und gehst durch die ganze Wohnung und schaust mal, wo du da noch was ausbessern kannst. Ja, und gerade wenn man das einen Tischler machen lässt, die nehmen so viel Geld dafür. Ja. Und das kann man einfach selbst machen. Was haben wir denn hier? Oh, schon? Damit kann man auch selbst arbeiten. Es ist eine Dekofolie mit Spiegeleffekt. Oh, das finde ich super. Für mein Badezimmer. Ach so sieht das aus. Ah ja. Für dein Badezimmer? Ja, also ich wusste das nicht, aber einmal Monika war bei mir und sie hat gesagt, weil ich bin nicht so groß und immer auf der Dusche stehe, ich sehe das nicht. Für mich ist alles geschlossen. Aber es gibt so einen Teil bei meinem Fenster, wo Monika hat gesagt, das siehst du einfach die Nachbarn. Also die Nachbarn sehen auch dich. Ja, wenn duschen. Die Diana duscht. 38, Diana duscht, da schauen wir doch mal raus. Leider nicht. Ja, Diana haben sie nicht gesehen, die war zu klein. Deswegen, also ich bin klein, mich sieht man gar nicht. Also niemand sieht mich. Aber zum Beispiel solche Mädels wie Monika oder Merve, ich glaube, du bist mit mir. Ich hatte das in meiner ersten Wohnung auch in Göttingen. Ja, und dann siehst du wirklich, ich glaube, das ist super unangenehm. Da konnte man mich immer etwas durchs Fenster beobachten, aber, und ich wusste das auch nicht. Aber ich glaube, diese Folie ist eher zur Deko gedacht. Also damit du optisch so ein bisschen was erweitern kannst. Man weiß ja, Spiegel erweitern den Raum. Und dann kannst du das beispielsweise mal an der Tür anbringen, hast da eine schöne Spiegelfläche, wo du dich dann anschauen kannst. Und hast dann damit die Tür vielleicht auch dekoriert, ne, wenn sie dir nicht mehr gefällt. Es hält auf allen glatten Flächen, also natürlich auch Fenster, wenn sie es unbedingt machen wollen. Aber auch auf Wänden, auf Fliesen. Cool. Oh, das kann ich mir auch vorstellen, wenn du eine Fliese nimmst und dann so ein paar Fliesen weiter nochmal eine. Also immer so im Wechsel. So ein paar Fliesen, könnte auch sehr, sehr schön aussehen. Ich mag Spiegelfolie sehr gerne, weil wie du schon sagst, man erweitert damit den Raum. Wenn man jetzt quadratmetertechnisch sich ein bisschen kleiner aufstellt in einer Wohnung, kann man mit so einer Spiegelfolie so viele optische Effekte zaubern und die Wohnung größer wirken lassen. Und es lässt natürlich auch mehr Licht zu. Wenn sich das Licht mehr spiegeln kann, wirkt die Wohnung auch dementsprechend direkt viel heller. Zum Beispiel für Souterrain-Wohnungen oder Erdgeschosswohnungen sehr, sehr gut, wenn man da nicht so viel Sonne abbekommt. Und für 5 Euro hier eine Rolle. Wie lang ist die? 1,50 Meter. Jawohl. 40 cm Breite. Ja. Sie sehen da die Schere liegen. Sie können das nicht nur passend zuschneiden, Sie können natürlich auch kreativ werden und unterschiedliche Formen ausschneiden. Wie wäre es mal, einen schönen Stern beispielsweise aufzukleben? Einen gespiegelten Stern. Gute Idee. Irgendwo jetzt an der Wand beispielsweise. Die NC 1531 und die 569 ist die Bestellnummer. Da haben Sie richtig viel Fläche zum Basteln und gestalterisch tätig werden in Ihren eigenen vier Wänden. Keine Grenzen gesetzt. 1,50 Meter ist auch echt lang. Eine Geschenkpapierrolle ist meistens schon mal kürzer. Ja. Irgendwie schon. Oh, jetzt wird gespielt. Fußball. Aber kein normales Fußball. Wir sind ja hier bei Pöll TV. Schwebefußball. Wir haben nämlich einen Luftkissenfußball. Wie immer, wir spielen. Diana ist mein Metal. Der leuchtet auch. Es ist jetzt Revanche. Oh, jetzt wird hier umgebaut. Oh, ja, stimmt. Aber letzte Zeit war 1-1 oder wie? 1-1 beim letzten Mal. Hast du nicht gewonnen? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Okay, sagen wir einfach 1-1. Okay. Unentschieden. Jetzt müsst ihr aber hier das Spiel für euch entscheiden. Merve hat den Ball. Merve schießt unten. Nein, Diana hält den Ball. Merve schießt wieder zurück und trifft sie jetzt. Trifft sie jetzt. Und ja, sie trifft. 2-1 für Merve. Olé, die Fans rasten aus. Merve hat viele Fans. Ja, so gehört sich das. Das ist und jetzt wunderbar. Kommt Diana. Und jetzt
kommt die Revanche. Die Revanche findet jetzt ihren Start mit dem ersten Schuss. Oha. Und sie täuscht an, sie täuscht an. Und schafft sie es mit diesem Antäuschungseffekt. Ja. Das war aber Ecke. Videobeweis zeigt, es ist eine Ecke. Gucken wir Wiederholung. Sie gibt nicht auf. Jetzt verteidigt sie ihr Tor, denn Merve ist wieder unterwegs. Und da wird heftig gekämpft um den Ballbesitz. Und ja, wir sind im das Aus. Das macht wirklich der Spaß. Ball geht wieder zurück ins Feld. Jetzt ist Handspiel, ganz eindeutig Handspiel von Diana. Wie geht das denn? So, die Halbzeit ist vorbei. Wir legen wieder los. Okay. Hier bei dem großen Jetzt wir tauschen T-Shirts. Ja, erst zum Schluss, Diana. Jetzt musst du erstmal noch das nochmal Ronaldo. Zack, zack, oder das war Messi. La, la, la. Pack, pack, pack. Und trifft sie, trifft pack, sie, trifft pack, sie. Pack. Gleich ist der Ball weg. Ja, das ist ein hart umkämpftes Spiel hier. 3:1 für Merve. Die Menge tobt hier mein wieder. Mein kleiner Bruder hilft mir. Mein kleiner Bruder hilft mir. Wie mache ich mich so als Stadionsprecher? Mega. Ich höre gespannt zu. Und zack, zack. Also diese Kunststücke hier ja, auch. Ja, was machst du? Also ich kann Ihnen sagen, das ist ein ganz besonderes Oh ja, Match. Ja. Das ist kein oh Gott. War das jetzt ein Tor? Dankeschön. Nee, das war wieder, das war knapp vorbei. Ins Publikum. Ja, aber macht Spaß mit diesem Ball, oder? Ja, das macht richtig Spaß. Und sie brauchen auch gar keine Sorge um ihre Möbel haben, denn der Ball verkratzt eben nichts und der ist eben gut gepolstert, also der gleitet über den Boden. Leuchtet auch noch, gerade für abends oder auch mal nachts ist das natürlich ein Highlight. Und das, Sie sehen schon, macht einfach richtig Spaß. Oh! Hey. Oh mein Gott! Ich behalte ihn. Kannst du unterschreiben, bitte? Ja, bitte. Achso, die Batterie kommt raus. Kannst du die einmal kurz? Ja, achso, dann können ja, wir weiter. Ich habe noch einen Ersatzball. Man hat natürlich immer einen Ersatzball. Oh ja, sehr gut. Ja, Sie dürfen ja auch bis zu 5-mal bestellen. Ne? Ja. Also wenn Sie auch mal einen Ersatzball haben wollen, falls aber der eine... Der Endstand, wie war jetzt der Endstand? 3:1 für Team Merve. Oh, das hat Spaß gemacht. Die bestellen mal die NC3996 und die 569. Wenn Sie genau diesen Spaß zu Hause haben wollen, dann gerne zugreifen. Vielleicht auch verschenken, das kommt sehr gut an. Dann auch hier gleich bis zu 5-mal bestellen. Oh. Es ist einfach cool. So cool, wenn man es drin spielen kann. Ja. Und jetzt zum Herbst hin wird es immer nasser und regnerischer draußen. Und man braucht nicht viel Platz. Also man kann es auch im Wohnzimmer in der Küche spielen, das macht nichts kaputt. Ist kein echter Ball. Also auch beim Zuschauen hatten wir unseren Spaß. Und Boni ist richtig glücklich gut über dieses Spiel. Ihr Team gefallen. Hat gewonnen. So, vom Spielen kommen wir jetzt zum mal zu dem Putzen. Ernst des Lebens. Reinigung. Genau. Ah, die ist so toll. Ich liebe es. Oh, das ist mega auch fürs so Auto. Ja, mhm. Das ist ja fürs Auto dran. Hast du schon benutzt? Ich habe das fürs Auto. Das ist super, um in alle möglichen Rillen im Auto zu kommen, an die man nicht rankommt. Weil es ist so eine Knetmasse, so eine klebrige Knetmasse. Und die zieht den Schmutz und den Staub auf. Und danach kann man es einfach auswaschen. Und ich liebe das Produkt, weil man wirklich jede Rille im Auto damit säubern kann. Gerade auch so die Rillen bei der Klimaanlage und zwischen Sitz- und Armaturenbrett. Es ist so toll. Und es riecht auch lecker. Ja, ich glaube nach Zitrus. Und, ja, richtig. Ja, können wir Lasagne machen, oh Nudeln? Also, ja gut, ich habe früher auch gerne geknetet als Kind. Aber dafür was ist das Sie nicht damit da. Sagen? Also Sie nutzen das als Ganzes, ne? So wie Sie es hier sehen. Also genau, einfach hier antatschen, anbetten sozusagen an die Gegenstände und dann sammelt das automatisch aus den kleinsten Rillen den ganzen Staub, die ganzen Krümel. Und die bleiben daran dann ideal haften. Aber wir haben keine Rückstände. Ne? Ja. Darum geht es hier. Ja. Ich weiß noch, früher, als ich geknetet habe, da lag die Knetmasse überall rum, kleine Fitzel. Aber hier, das ist ein ganzes Stück und da bleibt nichts mehr in der Tastatur hängen, wenn Sie beispielsweise die Tastatur damit sauber machen. Oder vielleicht auch die Rillen von der Lüftung im Auto. Genau. Oder ich könnte mir vorstellen, die Besteckschublade kannst du einmal auch drin sauber machen. Und das ist noch so. Das macht auch nichts kaputt, weil es ist nicht feucht. Es fühlt sich zwar feucht an, aber wir machen durch die Feuchtigkeit weder die Tastatur noch irgendwas im Auto kaputt. Und das Schöne hier ist, man kann es einfach ausspülen nach Gebrauch.
und es ist wie neu. Also es ist so ewig lang nutzbar, dass man hier für 5 Euro ewig lang was von hat. Diana und muss jetzt niesen. Oh, Diana, das ist schon ekelhaft. Wirklich. Es schließt Schmutz und Keime ein. Aber habt ihr auch solche Spielzeuge gehabt? Ja, diesen Slime. Ja, Slimes. Ja. Diese waren cool. Da macht das Putzen doch glatt Spaß. Mama hat mir das nie gekauft. Sie hat gesagt, das ist ekelhaft. Meine auch nicht. Meine fand das aber immer doof. Das riecht halt auch richtig gut, ne? Unsere Flapperdinger von früher, die haben halt nicht so gut gerochen. Oh, das stimmt. Der Geruch von Knete, das ist heute noch mein persönlicher Fiebertraum. Also hier das... Ich habe sofort auch diesen Duft in der wirklich, ja. Also unsere Reinigungsmasse riecht nämlich nach Zitrus, ein sehr angenehmer Reinigungsduft. Aber hier steht vor allem das effektive Putzen im Vordergrund. Die Bestellung ist die NX 6291 und die 569. Und wir drücken wieder den Buzzer für die nächste Überraschung in dieser legendären 5-Euro-Show. Die Preise, die gelten übrigens immer nur ganz begrenzt. Ne? Entweder solange das Kontingent reicht oder allerspätestens noch die nächsten 2 Stunden nach Ausstrahlung. Cool. Es lohnt sich immer schnell zu sein. Und mit dieser Gabel können Sie auch ganz schnell Spaghetti-Nudeln essen. Manchmal ist das schon eine Geduldsprobe mit Spaghetti-Nudeln, ne, die Aufzug. Für alle, wer isst Spaghetti immer noch mit Löffel? Spaghetti. Ich. Das ist genau dieses Gerät. Ja, da kann man auf den Löffel verzichten. Ne? Ich liebe Spaghetti. Ja, Bolognese. Ich immer essen. Und mit ihr? Mit Bolognese? Ja. Bin ich auch dabei. Und du? Oder Salz und Butter. Ich bin bei Spaghetti eher einfach Tomatensauce oder Butter und Salz. Mhm. Weil wenn man, das habe ich für mich irgendwann mal begriffen, Spaghetti mit Bolognese, du bekommst es nicht hin, das Fleisch in der Bolognese mit den Spaghettis aufzurollen. Letztendlich isst du ja die Spaghettis und löffelst die Bolognese. Und da habe ich für mich entschieden, dass ich Bolognese mit anderen Nudeln esse und Spaghetti immer mit Butter und Salz. Ja. Und Käse, bitte. Okay. Und Käse. Das ist clever. Aber das Gute ist, selbst wenn du da noch Sachen hast, wie zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, so kleine Scampis dazu, die kannst du ja mit dieser Gabel immer noch aufgabeln. Ja. Es geht immer noch. Ich finde, das ist ein schöner Gag zum Verschenken oder vielleicht auch für Kinder, die eben noch nicht dieses aufrollen können. Weil letztendlich isst man ja Spaghettis nicht mit Messer, mit Gabel und Löffel, sondern man rollt die Spaghettis am Tellerrand auf. Und das ist für viele vielleicht einfach auch schwierig, vielleicht wenn man auch ein bisschen älter ist und nicht mehr so diese Haptik hat, dass man da nicht mehr ganz so mit den Händen so mobil ist und die Hände nicht mehr so gut bewegen kann, hat man hier wirklich einen absolut super klasse Helfer. Da hält man einfach die Gabel an den Teller in die Spaghettis und kann sich das aufrollen. Die Spaghettis, die halten auch richtig, wie Sie hier sehen. Also die rutschen nicht von der Gabel. Ich mache für Sie das, ja, liebe Kinder, nicht nachmachen. Ah ja, okay, jetzt geht's wieder. Nee, aber hält gut an dieser Gabel anscheinend. Egal wie dick oder dünn die Spaghetti-Nudeln sind. Ja, also das finde ich wirklich ein richtig cooler Gag. Also ich glaube, so macht es richtig Spaß, Spaghetti zu essen, auch unter Erwachsenen. Aber für Kinder ist das natürlich der Hit. Also wenn die Kinder zu Oma und Opa kommen, dann kriegen sie ihr Lieblingsessen, Spaghetti Bolognese. Und dann kommen Oma und Opa auch noch mit so coolen Gabeln daher. Das ist der Hit. Also ich finde, es ist ein super Party-Gag. Und wie Rebecca das gesagt hat, das ist auch für Kinder toll, wenn man mal zu Oma und Opa kommt und die Spaghettis ohne emotionalen Stress essen kann. Ja. Weil ich als Kind hatte bei Spaghetti-Essen wirklich Stress. Oh. Es war wie eine Mutprobe. Und das ist so schade, wenn Mama dann schneidet Spaghetti. Ja, Spaghetti schneiden? Ich hätte gedacht, mit dem Messer schneiden, aber nicht mit der Schere. Mit Schere hat meine Mama so gemacht. Ja. Zack, zack, zack. Nee. Oder die brechen sie beim Kochen. Ja, das geht echt auch. No, aber mir gefällt, weil kannst du zum Beispiel zu zweit so romantisch... Oh, wie bei Susi und Ich habe das mit meinem Hund gemacht. Das war so süß. Was? Wir haben Spaghetti uns geteilt, Carlo und ich. Und haben uns in der Mitte getroffen. Alles klar. Okay, es gibt noch schnell die Bestellnummer. Das ist die NC3260 und die 569. Schön, dass Sie wieder den Spaß mit uns geteilt haben an unserer 5-Euro-Überraschungsshow.